Allez, Claudette, beeil dich. Je veux faire le croissant und der Wein ist alle. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und die Glocke drücken, dass ihr nichts mehr verpasst. Hallo und Gude hier aus meinem Modelleisenbahn-Chaos. Ich bin der Schmidt, möchte ich euch mal ein Set vorstellen, das jetzt nichts direkt mit Modellbahn zu tun hat, sondern mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit Klemmbausteinen, also im Umgangssprachlichen mit Lego. Das mache ich nämlich auch sehr gerne und die Sets sind dann halt schon ein bisschen günstiger als die ein oder andere Merkel-Lokomotive oder so ein vierstöckiger Gleiswendel. Und damit ich nicht ganz durchdrehe hier im Lockdown, habe ich mir gedacht, baust du mal wieder ein Set. Das habe ich gemacht, das habe ich gefilmt. Dazu gibt es vielleicht den ein oder anderen Kniff zu diesem Set und ein Review am Ende. Und worum es heute geht, ist ein Set der Firma Bluebricks. Und zwar mit der Artikelnummer 102741, der Classic Van, beziehungsweise der klassische Transporter. Ja, und vielleicht habt ihr es am Intro schon gemerkt, Le Camion Classique passt vielleicht besser. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, ich hoffe es gefällt euch. Und wir sehen uns dann am Ende nochmal. Viel Spaß! Ja, hier ist der Karton von Bluebricks. Der ein oder andere Klemmbaustein-Fan kennt die, ich sag mal, schmucklosen, aber praktischen Kartons. Bluebricks ist eine Firma, die sitzt in Flörsheim am Main in der Nähe von Frankfurt. Und von denen habe ich hier dieses Set, also nicht von, also da bestellt, aber selbst bezahlt, mit der Artikelnummer 102741, den Classic Van. Das sind 1049 Teile. Und die Anleitung, die gibt es nur in PDF-Form. Die könnt ihr euch hier runterladen, muss man sich kostenlos anmelden und dann kann man sich alle Anleitungen ziehen von denen. Ja, hier seht ihr die Teile mal ausgebreitet. Ein Traum in Light Bluish Gray, wie die Farbe heißt, also hellgrau. Hier liegt schon mein Teiletrenner bereit. Ja, nach Farbe sortieren muss man hier nicht großartig, höchstens nach Form oder Gattung der Steine. Dazu habe ich mir hier schon meine Schüsselchen parat gestellt. Und dann fangen wir mal an, das Ganze ein bisschen auseinander zu klabustern. Und wir sehen uns beim nächsten Bauschritt. So, Bauschritt Nummer 3 liegt jetzt hier vor euch. Da kann man schon mal ungefähr abschätzen, was für eine Länge der Apparat kriegt. Ja. Zur Anleitung, wie gesagt, dieser PDF. Und gleich hier zu Anfang, Bauschritt 1 und 2. Also man legt die Platten einfach nur so hin, ja, lose auf die Bauunterlage oder auf den Tisch und erst im Bauschritt 3 fängt man an, die zu überbauen. Ja, ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber es verrutscht halt hier alles so ein bisschen, ne? Obwohl ich hier eigentlich eine stabile Unterlage habe, aber es ist dann halt alles ein bisschen lose. Vielleicht hätte man zuerst die zwei Blades bauen sollen und dann die anderen von unten drunter, aber naja, es ging jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Bauschritt. So, Bauabschnitt 12. Wir haben jetzt hier einfach ohne Ende Platten auf Platten auf Platten auf Platten gelegt. Das ganze Ding ist noch mal ein bisschen länger, ein bisschen größer geworden. Haben wir schon angefangen, hier unten für die Achsen die Aufnahmen zu bauen. Das ist auch ein bisschen doof gezeigt in der Bauanleitung. Am besten baut man das hier erst extra und setzt es dann unten auf die Platte drauf. Weil sonst muss man hier diese Konnektoren auf die Achse schieben. Wenn das Teil hier eingebaut ist, das ist ein bisschen doof gemacht. Ja, aber ansonsten, bei diesen Bluebricks Autos, ich habe da schon jetzt ein paar von gebaut, ist es eigentlich völlig normal. Die sind auch ziemlich stabil, wenn sie fertig sind. Es gibt zwischendrin immer mal Bauabschnitte, wo es ein bisschen wackelig aussieht, aber es wird dann immer nochmal überbaut oder gekontert oder Platte auf Platte und unten dann diese Turntable-Oberteile. Also da ist schon einiges an Stabilität drinne. Ja, es eiert jetzt halt hier, weil natürlich das hier aufliegt durch die Achsen. Aber wenn das dann fertig ist, wir fangen jetzt an, oben aufzubauen. Ihr seht es auch, einen Haufen Teile. Also 1000 Teile, da sind auch ein paar große Teile dabei. Hier jede Menge große Platten, 6x6 Fliesen, jede Menge Plates. Ja, ist ein bisschen was. Und wir sehen uns im nächsten Bauschritt.
Ja, Bauabschnitt 23 und wir haben jetzt auf dem Grundgestell schon mal einiges gemacht. Das sind die schönen 6x6 Fliesen mit dabei. Das sind jetzt meine Fingerdatter drauf, aber die Qualität ist für China-Steinverhältnisse eigentlich ziemlich gut. Hier ist jetzt nur eine dabei gewesen, die wirklich eine Macke hat. Also schwarze Punkte drin, der Rest sieht eigentlich sehr gut aus. Ja, hier kommt schon das Ersatzrad rein. Vielleicht weiß der ein oder andere ja jetzt schon, was es für ein Fahrzeug wird, wenn er nicht vorher schon sich selbst gespoilert hat über die Artikelnummer. Und wir bauen fleißig weiter. Bis später. So, Bauabschnitt 34. Und es geht gut voran. Also ihr seht auch hier, ne, das sind Steine auf Platten auf Steinen. Soll keiner sagen, bei den 1050 Teilen wäre nicht genug normale Steine dabei. Allein so ein ganzer Sack mit den Brick Modifieds, mit diesen Riffeln auf der Seite. Ein 1x8er, ein 2x8er, ein 2x6er, also da sind genug Steine dabei. Aber Achtung, hier, das passiert bei Bluebricks relativ oft. Ihr habt ja hier diese Scheinwerfersteine, diese Headlight-Bricks Modified, ja, die hier. So, und bei Bluebricks habe ich das schon ein paar Mal gehabt. Die nehmen dann hier so einen Stein, auch hier so ein Brick Modified mit Noppen an der Seite. Und dann packt man die Scheinwerfersteine da vorne drauf. Das ist natürlich in der Anleitung nicht zu sehen. Aber wenn man schon das ein oder andere Bluebrick-Set gebaut hat, weiß man, da sind manchmal ja, abenteuerliche Bautechniken drin. Muss man schon zweimal gucken. Also darauf sollte man vielleicht achten. Ja, bis später. So, Bauabschnitt 56. Und da haben wir hier den Motor gebaut. Echt schön aus Flat-Silber-Teilen. So, sieht schon cool aus. Aber ich muss sagen, der hier, die 1x2 Blade, ihr seht, die sitzt nicht richtig. Kann ich euch zeigen, warum. Die hat hier unten Angussreste drin gehabt. Die Noppe war quasi fast komplett geschlossen hier unten. Und das musste ich mit dem Seitenschneider und der Feile jetzt erstmal frei basteln. Sonst hätte er nämlich gar nicht gepasst. So, mit Drücken funktioniert es jetzt. Und jetzt kommt hier vorne die Wahnsinnsmaschine in das Unterteil. Jetzt kommt quasi die Hochzeit. Klack, ihr habt gehört, es rastet ein. Und so sieht das jetzt aus. Allgemein sind wir jetzt bei Baustritt 56 soweit. Wir haben eine ganze Reihe Steine hochgezogen und Platten. Und das Ding ist auch ordentlich stabil. Ja, also muss man keine Angst haben, dass es auseinanderfällt. So, Bauabschnitt 85. Sind schon ganz schön weit gekommen. Wir haben jetzt hier ohne Ende von diesen Brick Modified hochgezogen. Zwischendrin war auch ganz schön viel Kleingefummel, gerade hier vorne. Und hier hinten die Türen haben wir auch schon gebaut, die Hecktüren mit den Lampen, die sind auch schon dran. Ja, das sind halt auf der Seite mal gute 30 Stück, die man da mal hochzimmert. Aber wir kommen auf der anderen Seite ja noch 20 Stück dazu. Ist aber ganz entspannt. Zwischendrin, zwischen dem Kleingefuddel einfach mal so stumpf Steine aufeinander packen und dann mit Plates überbauen, ist schon ganz entspannt, finde ich. Und ich sag mal so, bis dann, weiter geht's. Bauabschnitt 102, Hälfte ungefähr von allen Bauschritten. Und jetzt haben wir hier die Scheibenkonstruktion gebaut und, boah, Alter, die ist wirklich abenteuerlich. Das hängt hier nur immer so an einer Noppe dran. Abgesehen davon, dass die Klarsichtteile ganz schön verkratzt sind. Alles hier nur so immer an einer Noppe, Noppe, Noppe. Und wenn ihr das Lenkrad seht, also, naja, das hängt nicht in dieser Kugelkopfaufnahme, in dieser Anhängerkupplung, sondern hier einfach in so einer Teil Modified mit so zwei Klammern dran. Und der ganze Kram sitzt hier. Da unten ist er überhaupt nicht fest, das liegt nur auf. Das hängt alles nur an zwei Noppen. Also, da. Das ist überhaupt nirgends fest. An dem, das hängt nicht mal an zwei Noppen, das wird nur hier eingeklemmt. Dazwischen kommt das rein, liegt dann hier auf. Ja. Boah. Ja.
Mal gucken, wie es dann im weiteren Bauen ist. Die Sitze sind ja auch schon drin, wie ihr seht. Schauen wir mal, ob das jetzt das Abenteuerlichste war. So, Bauschritt 126. Alter, das ist... Nee, das ist eine Konstruktion. Also ihr seht, die Scheibe ist wieder draußen. Ne? Vielleicht ist das der Grund, warum die überhaupt nicht fest ist. Die muss man nämlich nochmal rausnehmen, weil... Man baut hier die Front. So, hier. Man kann jetzt auch schon erkennen, was für ein Lieferwagen das sein soll. Ja, kennt jeder. Französisches Produkt. So, jetzt sind ja hier unheimlich viele Winkel dran, ja. Hier oben ist ein Winkel, wir haben die Winkel, den Winkel. So, dann baut man diese ganze Front, quasi den kompletten Kühlergrill und setzt ihn dann hier unten an so Jumperblades. Jumperblades, an so Baurichtungswechselsteine. So Blades Modified. So, aber jetzt ist ja hier dieser Motorblock drunter. Jetzt liegt es, wie man sieht, auf diesem Motorblock auf und es steht pervers unter Spannung, das Ding. Also da ist richtig Spannung drauf. Das knarzt und knirzt, wenn man zusammensteckt. Wenn man das einbauen will, fliegen einem hier diese Flügel quasi weg. Deswegen am besten erst den Kühlergrill einbauen, dazu die Scheibe raus. Dann die Flügel ansetzen, die sitzen in Balljoints. Das sieht man da vielleicht. Alter Schwede. Und dann die Scheibe rein. Sieht am Ende gut aus, aber der Weg dahin, boah. Jo. So, Bauschritt 137. Wir haben hier eine ganze Reihe Panels. Also da vorne fasse ich lieber nicht an. Ja, es ist nichts. Fassen wir es hier hinten an. Eine ganze Reihe Panels hochgezogen. Und wieder von diesen Brick Modified mit den Riffeln. Haben wir hier die Tür gebaut und das extrem geil gemacht, das muss ich ja mal sagen. Hier läuft quasi so eine Plate Modified mit so einer, ja, also mit Noppen und auf der anderen Seite mit Fliese. Hier oben genauso, quasi so, ja, für so Rolltore oder Türscharniere. Und man kann die Tür auch auf- und zuschieben. Die läuft auch richtig gut, dadurch, dass die Noppen hier in der Schiene laufen und unten den Anschlag haben. Also, das geht wirklich butterweich. Echt schön. Sehr schönes Detail. Jetzt geht's Bauschritt 138. Da geht's dann ans Dach und wir sehen uns später wieder. Bauschritt 152. Wir haben zwei, naja, eigentlich drei Viertel der Anleitung geschafft. Oder zwei Drittel, wie man möchte. Ja, ich sag mal so, ne? Komm mit mir ins Abenteuerland und bau mit China-Steinen. Die Scheibe, die hält jetzt. Mehr oder weniger, ihr seht's ja. Pass auf, weil, wer genau hinguckt, sieht das Dach hier vorne, ne? Also hier, es biegt sich ein bisschen hoch. Warum? Weil das hier drinne auf jeder Seite nur an vier Noppen hält und da die Klemmkraft nicht so prickelnd ist. Und hier liegt die Scheibe auf. Hier sind so Ingots drinne und außen die Käseecken. Und das klemmt sich hier ein. Da ist eine Noppe Luft. Da klemmen sich die Käseecken ein und bei den Ingots ist nur eine halbe Noppe Luft. Da klemmt sich das ein. Deswegen sitzt das jetzt hier auch so ein bisschen nicht ganz so prickelnd. Ne? Also besser als so geht es dann auch nicht. Das Dach wird dann stabilisiert. Hierdurch nochmal eine Reihe Plates und also innen. Von innen noch mal eine Reihe Plates und hier die Brick Modified mit der Rundung. Da geht's, sag ich mal so, ne? So. Bauen wir mal weiter. Wir sehen uns später. So, 186 Bauschritte später steht er vor uns, der Blue Bricks klassische Transporter. Ja, der ein oder andere hat es bestimmt sowieso schon erraten. Das ist ein Citroën H1. Also die Front wurde natürlich ein bisschen angepasst, weil der Kühlergrill bildet ja das Citroën-Logo nach. Aber ich finde auch sonst kann man das super erkennen, was für ein Modell das sein soll. Zum Bau, ja, das blieb übrig. Lustige Mischung. Ich habe wegen dem 1x8er hier nochmal nachgeguckt. Der fehlt nirgends. Keine Ahnung. Auch hier das Panel. Keine Ahnung. Aber jetzt hat man es jedenfalls. Ja. Teilequalität an sich in Ordnung. Auch die Fliesen, da könnt ihr mal näher rangucken.
Also hier, die hat jetzt mal einen mitgekriegt. Ja, hätte ich das vorher mal genauer gesehen, hätte ich die in den Innenraum gelegt. Na, ist halt jetzt so. Ansonsten, ja, hier oder da mal Kratzer auf den Paneelen. Farbtreue an sich ziemlich gut. Und das ganze Auto sehen wir gleich noch bei einem Review. Bis gleich. So, da steht das gute Stück. Also, jetzt hier zum Review das ganze Fahrzeug nochmal. Steinequalität, wie gesagt, soweit in Ordnung. Ja, Lubrix typisch, sag ich mal. Also nicht 100%, aber auch nicht totale Grütze. Man sieht hier den ein oder anderen Angriffspunkt vielleicht noch ein bisschen deutlicher, aber ganz ehrlich, ich habe den Fiat 500 von Lego draußen stehen und boah, der ist, boah ja, nee, finde ich gar keine Worte zu, weil da ist die Qualität auch unter aller Granate. Deswegen passt schon. Die Funktion, ja, schnell gezeigt, man kann hier die Schiebetür auf und zu machen, sollte ihn vielleicht nicht hier anpassen, klassischer Anfängerfehler. Andere Seite auch. Also, da kommen wir auch gleich noch zu. Die Front, die ist nämlich so ein Thema für sich. Also, wie ihr seht, man kann die Schiebetür auf- und zumachen. Die läuft auch ziemlich smooth, geht ganz gut. Man kann die Türen öffnen. Ja, wie das Original, hinten angeschlagene Türen, also die sogenannten Selbstmördertüren. Das geht auf beiden Seiten. Man kann die Hecktür öffnen. Die ist wie beim Original dreigeteilt. Das heißt, man öffnet den oberen Teil und dann kann man hier auch die Tür noch öffnen. Ich fülle mal rein. Viel los ist da nicht. Das Einzige, es ist alles super schön gefliest. Hier hinten Richtung Front. Könnt ihr auch sehen, da ist diese Rundung, die hat das Original auch ziemlich gut nachgebildet. Ja, hier könnt ihr nochmal reingucken. Im Innenraum ist wie beim Original auch wenig los. Machen die Tür mal auf. Und man sieht den Schaltknüppel, das Lenkrad, fertig. Viel mehr gab es in dem Auto auch nicht. In der Mitte da, das sollen die... Na, Fokus. Fokus. Ja, das sollen die Armaturen darstellen, also... Tacho, Drehzahlmesser oder eine Uhr. Im Original habe ich das Auto bisher nur als Kreppstand gesehen. So sieht das ganze Fahrzeug im Original aus. Ist jetzt ein Bild hier auf meinem Laptop. Ich habe natürlich Quatsch erzählt, wie immer. Oh man. Also hier vorne die Front, die ist tatsächlich quadratisch und das Citroën-Logo ist dann aufgesetzt. Deswegen ist es hier eigentlich ziemlich gut getroffen. Natürlich lässt sich das aus... Legostein oder Noppenstein in dem Fall nicht so ganz gut darstellen, aber dafür ist es ziemlich gut getroffen. So, die Front. Ja, was soll ich da sagen? Also es gibt Stellen, da kann man ihn anfassen. Hier, das ist ein richtiger Klotz, das wiegt über ein Kilo. Das ist wirklich, das ist auch massiv. Ja, also hier Platte auf Platte. Oh, ein Detail habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Gut, dass wir es hier haben. Kommen wir wieder ein bisschen durcheinander hier. Kann hier unten den Brick abmachen. Und dann geht hier die Klappe auf und man kann das Reserverad sehen. Das finde ich ein geiles Detail. Ja, kann man da wieder zumachen. Man braucht den Stein nicht zwingend. Ich denke mal, das war jetzt nur für den Bau, dass es halt unten gegengehalten wird, weil man viel von oben Druck ausüben muss. Deswegen Ersatzteilkiste. So, die Front. Das ist echt das Sorgenkind, ne? Also diese Scheibenkonstruktion, wie die da drinnen sitzt, dass die so lose sitzt, ja gut. Das gibt dann Sinn, wenn man den Bereich hier drauf machen will. Das ist ein Teil. Also man baut es extra. Den Bereich baut man komplett alleine und setzt ihn dann so gegen Baurichtungsumkehrsteine. Ach, gegen so Snotsteine. Das ist nix. Es sitzt halt hier richtig unter Spannung. Hier ist Spannung drauf ohne Ende. Und hier oben auf dem Fensterrahmen auch ohne Ende. Also dass über die Zeit vielleicht mal hier so ein Slope sich verabschiedet, kann schon mal passieren, glaube ich. Hier an den Radkästen, die sitzen halt auch nur hier an so zwei Noppen. Ja,
wenn man hier drauf drückt, dadurch, dass nichts dahinter ist, klappen die halt so hier so nach unten weg. Und dann hat man die Teile halt in der Hand. Bis auf das. Ja, 1049 Teile. Plus hier das bisschen Gerempel, was noch übrig ist. Also dann mal 1050 Teile. 43 Euro. Ist es schon geil. Die klassischen Schwächen, die es bei diesen, ich sag mal, China-Sets gibt, eher normal, dass die Fliesen mal irgendwo verkratzt sind oder vielleicht der ein oder andere Angusspunkt nicht richtig sitzt. Ich hab's ja gezeigt bei dem Motorteil. Ist halt so. Also ich kann damit leben. Bei Lego hätte das Teil locker 300 Teile weniger und würde aber das Doppelte kosten. Von daher passt es. Der Maßstab ist klasse, ist ungefähr so 1 zu 18. Finde ich richtig gut, gefällt mir, ist eine schöne Größe. Kein Farbquatsch drin, überhaupt kein Mist. Das Auto ist zu 90% hellgrau. Bisschen schwarz, bisschen braun, fertig. Es ist geil, zum Schlachten ist es perfekt. Also ich kann euch kurz die Teileliste mal zeigen, was da alles drin ist. Das ist der Hammer, ne? So. Hier, das alles, was schwarz ist. Jetzt geht's los. Alles light bluish gray. Guckt's euch an. Hier, riesen, große Platten, 6x16 und alles mögliche drin. Brick arches, Plates, Fliesen, graue Paneele. Dann die Steine hier, diese Brick Modified mit diesen Riffeln dran. Ein ganzer Sack voll. Bestimmt 100 Stück, wenn nicht sogar 200 Stück. Keine Ahnung, ein Riesenberg. Also zum Ausschlachten absolut gut geeignet. Wer sich irgendwas selber draus bauen will, irgendeinen Star Wars Mock machen möchte für irgendeinen Sternenzerstörer oder sonst irgendwas. Teile technisch von den Teilen, die drin sind, also der Teile Art und der Menge der Teile, ist das absolut geil. Wirklich geil. Also optisch finde ich richtig gelungen. Also genial. Ne? Also das Auto besteht nur aus Ecken und Winkeln. Das mit eckigen Steinen zu bauen, ist natürlich auch, das bietet sich halt an. Super Teil, Citroën H1 von Bluebricks. Wir sehen uns gleich nochmal in meinem Modelleisenbahn-Chaos wieder. Und der wandert jetzt erstmal ins Regal. So, da bin ich wieder zurück, fertig mit dem Aufbauen. Das Teil steht jetzt draußen im Flur im Regal. Da stehen auch schon andere Bluebricks-Modelle und auch Lego-Modelle. Ich blende euch die mal kurz ein. Da steht zum Beispiel der Dodge Charger, der General Lee aus Ein Duke kommt selten allein. Oder der Fiat 500 von Lego. Der Land Rover Defender von Bluebricks, von Xingbao, der Unimog und so weiter. Jetzt habt ihr halt mal ein Review gesehen zu dem Citroën Haartransporter. Da gab es noch keins auf YouTube und deswegen habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt mal eins. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr gerne mehr sehen möchtet. Ich habe auch eine extra Playlist dafür angelegt, Noppensteine heißt die. Da werde ich dann, wenn es denn gefällt, immer mal wieder ein Set in dem Stil zusammenbauen und dann ein Review dazu zeigen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch auch, so wie mir, Noppensteine zusammenzubauen und auch Videos dazu anzugucken. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt mir alle gesund, euer Schmidko.